Komm, hier hast deine Mark. Im Berliner Admiralspalast stellte Helge Schneider seine neue und gleichnamige Tournee vor und warf mit Goldtalern nur so um sich. Die Fotografen drehten beinahe durch. Helge Schneider als Retter aus der Finanzkrise. Oder haben wir da etwas falsch verstanden? Ich übe zurzeit an den Goldberg-Variationen von Johann Sebastian Bach. Und das ist der Bezug darauf. Es hat also nichts mit der Finanzkrise zu tun. Das ist, wenn, dann eine Verwechslung. Ich will bei meinem nächsten Konzert auch einen klassischen Teil einflechten. Doch ob er Bachs Klassiker wirklich auf seiner Tour spielen wird, ist unsicher. Die Verwirrung war perfekt, als in den Theatersaal auch noch ein Huftier hineingeführt wurde und der Musiker sich als Eselflüsterer entpuppte. Ich habe einen starken Bezug zu Tieren. Ich hatte mal Würmer. Aber zurück zum eigentlichen Thema der Tournee. Helge Schneider und seine Band, die Drops, haben neue Lieder im Gepäck und wollen, was viele Fans erfreuen dürfte, ihre Klassiker nicht zurückhalten. Ich bin dann aber auch spontan, wenn ich sehe, da sind 10 Kinder in der ersten Reihe, dann spielen wir als erstes vielleicht Katzenklo und dann Telefonmann oder so, das hören die gerne. Ne? Das muss man dann machen. Ich bin jetzt nicht so kokett und sagt dann, nein, ihr müsst jetzt hier was anderes, andere Kultur aufgedrängt bekommen. Sondern mir macht es auch selber Spaß. Der 54-Jährige ist Komiker, Komponist, Schauspieler, Drehbuchautor, aber vor allem auch ein Vollblutmusiker. Helge Schneider ist sich über die Jahre treu geblieben. Dank harter Arbeit kann er von seinem Traumjob auch leben. Also ich würde mich jetzt nicht 20 Jahre zurückziehen und dann genau das machen, was ich vor 20 Jahren gemacht habe und dann als sogenannte Oldie-Band weiter irgendwo auf irgendwelche Veranstaltungen spielen. Nein, mein Auftrag ist ein anderer. Ich bin ja Künstler, ich möchte gerne mich nicht zur Ruhe setzen. Ich will was zu sagen haben. Das mache ich auf der Bühne, auf meine Art und Weise. Und das ist das Schöne daran, dass ich das machen kann. Das finde ich ganz toll. Seit mehr als 30 Jahren ist der Jazzmusiker auf der Bühne zu Hause und kommt davon nicht los. Der Reiz daran, auf der Bühne zu stehen, ist das 1:1 Umsetzen von der Kunst, die man macht, auf das Publikum. Man wird sofort dafür belohnt, indem die Leute lachen, klatschen und dann nach Hause gehen. Dann ist der Abend vorbei. Schließlich plauderte der Entertainer auch noch aus dem Nähkästchen und verriet seine Fitnesstricks. Ja, aber sonst halte ich mich fit mit Treppensteigen. Ich gehe oft in den Keller, mache die Waschmaschine voll, ich wasche Wäsche, lege Wäsche im Keller. Dann gehe ich wieder hoch, dann gehe ich ins Dachgeschoss, spiele ein bisschen Klavier, dann renne ich wieder in den Keller, hole Äpfel. Wir haben Äpfel. Im Dezember startet seine Konzertreise. Der Titel Komm, hier hast du eine Mark geht auf seine Anfänge als Straßenmusiker zurück. Esel und Thaler wurden übrigens nur für die Pressekonferenz organisiert. Auf der Tour wird Helge Schneider auf sie verzichten.